Jo, moin, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu unserem Automechaniker Simulator. So, schön, dass ihr dabei seid. Wir können ein weiteres Upgrade freischalten und damit unsere Werkstatt zum ersten Mal erweitern. Wir haben eine Gnosefahrt und eine Werkbank. Yippie-yay, Schweinebacke. So, schön, dass ihr wieder dabei seid, wie gesagt, dass wir heute mit dem Jeep weitermachen können. Die nächste große Diagnose wäre dann hier mit Level 12. Wir sind jetzt Level 5. Ja, wir werden nach und nach die ganzen Updates auch noch machen, die hier vorne noch sind. Jetzt wollen wir aber erstmal weitermachen mit einem Fahrzeug, was schon etwas länger hier steht. Was haben wir denn überhaupt hier zu machen? Oh. Bisschen. Das ist mehr als das Kampagnenfahrzeug sogar. Der steht, wie gesagt, schon was länger hier. Ich wollte jetzt endlich mal machen. Das nächste Fahrzeug steht schon hinter bereit. Und sobald wir die zweite Diagnose haben, kann man ja mehrere Fahrzeuge reinsetzen. Dass wir natürlich nicht immer neue Aufträge reinkriegen, ist klar. Das schaffe ich auch von der Zeit her einfach nicht. Federbügel für Befestigungsplatte, Flottfeder, Steckachse, HA, DH. Ich muss wahrscheinlich komplette Fahrwerk auseinander basteln. Jo. Na gut, dann ist es jetzt einfach nur mal so, dass wir ein bisschen was zu tun haben. Fangen wir an. Jetzt mal die Karre mal auf dem Hebebündel, fang erstmal an, sonst wird es zu viel. So, ich hau den jetzt erstmal komplett hoch. Müssen wir jetzt. So, raus erstmal mit den Radfelgen. Das ist erstmal der erste Schritt, weil bevor ich die jetzt was mache. Blattfeder heißt hier hinten. Das Ding muss getauscht werden. Das ist eine Blattfeder. Ist beim vielen geländetauglichen Fahrzeugen tatsächlich richtig und saubere Transporter. Die haben das zum Beispiel auch sehr gerne. Und ich glaube auch mein Bus, der dürfte es tatsächlich soweit haben. So, haben wir an mit dem. Es ist wieder mal eine andere Geschichte als ein PKW. PKW baue ich mit der Bremse, da baue ich zwei Fahrzeuge pro Folge raus. So. Fangen wir an. Aha, Blattfeder heißt also komplett austauschen, was? Weil der vorne auch hat. Lass mal alles weg raus. Steckachse hier. Okay. Was soll ich damit? Hitzeschutzblech. Ich brauche die Bremsbacken müssen raus. Wahrscheinlich muss alles raus. Warte mal, hier oben ist noch irgendwas. Bremszylinder. Schenkel raus, damit ich hier hinten anfangen kann, die Blattfeder aus. Die kann ich natürlich noch nicht demontieren. Ne? Ich muss wahrscheinlich erstmal. Was muss ich denn hier rausnehmen? Stoßdämpfer raus. Ja, habe ich das heute schon in einer Folge? Weiß ich noch gerade gar nicht. Gerade ein Kraftstofftank. Warte mal, kann ich schon die Blattfeder ziehen? Ne, kann ich natürlich noch nicht. Ne? Gummilagerbuchse weg. Den auch noch, ne? Ach, hier oben ist doch ein Teil, was da raus muss, oder was? Der Federbügel für die Befestigungsplatte. Damit kann die Feder hinten raus. Würde ich sagen. Ne, natürlich noch nicht. Die Befestigungsplatte muss doch weg. Noch nicht. Zweite Federbügel auch noch. Also da befinden sich zwei dran. Jetzt kann die Befestigungsplatte weg. Und dann geht die Blattfeder runter. Gut. Die ganze Schose bauen wir jetzt auf der nächsten Handseite auch noch. Das müssen wir hinten auch noch machen jetzt.
So, da gucken wir dann, ob wir die auch noch rausmachen können. Fakt ist, wir müssen erstmal her ist. So, Radbremszylinder weg. Kann ich die jetzt schon rausnehmen? Ja. Ich nehme jetzt mal die. Kann ich die Feder? Ich kann ja so die Feder versuchen rauszunehmen. Das habe ich jetzt zu spät erst gesehen, dass das so geht. Thema dazu, okay, das geht tatsächlich nicht so. Ergo, weiter geht's mit der Schenkel weg. Verstoßdämpfer, ne? Woran scheiterst du jetzt noch? Scheiterst du echt noch an dem Ding hier, oder was? Es könnte nicht sein, dass es das aus der verheilt. So, und jetzt kann die Feder runter. Ja. So, gucken wir mal. Fahrzeuginfos. So, eine Festigungsplatte haben wir weg. Die Steckachse hinter. Ach, Steckachse Hinterachse heißt das bestimmt. Hackschenkel Typ B. Starachse. Okay. Kardanwelle. Na ja, gut, das brauchen wir jetzt alles nicht. Das kann ja dranbleiben. Machen wir das Ganze mit der Vorderachse weiter. Machen wir es mit der Vorderachse weiter. So, ich darf mal kurz die Teile rausnehmen. Ja, wird wahrscheinlich wieder viel. Ich glaube nicht, dass wir den in einem Rutsch kriegen. Ich weiß es nämlich. Ich befürchte, dass wir den Jeep wieder, dass wir tatsächlich wieder zwei Folgen brauchen mit dem Jeep hier. Gucken wir mal, was die Zeit betrifft. Das ist jetzt ein bisschen mehr Arbeit, als halt nur ein bisschen was auseinanderzunehmen. Ich bin gerade ein, ich habe ja noch nicht mal diese Metalle gemacht. Ich muss jetzt dran denken, dass ich nicht alles verkaufe. Ah, da sind noch ein paar Sachen dabei. Bis zu dem. Das müsste eigentlich alles sein. So. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alles verkauft habe. So. Weiter machen wir hier. Damit. Ich damit. Dann geht hier weiter mit dem Bremszylinder. Wenn man dann. Ah, erst die Bremse packt. Dann die Zylinder, den Zylinder weg. Gut, Starachse. Spurstange, Spurstangenkopf brauchen wir nicht. Aber die brauchen die Feder. Die Feder muss raus. So, da müssen wir. Warte mal, muss die Feder hinten nur. Ist das so die Hinterrad, Hinterradfeder oder was? Oder ist das jetzt von vorne auch? Er sagt Blattfeder. Blattfeder, Blattfeder. Die haben wir ja zweimal. Scheinbar scheint die Hinterachse zu sein. Die Hinterachse, Hinterachse, Federbügel, Festigungsplatte. Federbügel, Festigungsplatte haben wir runter. Die Gummilagerbox haben wir raus, Blattfeder haben wir raus. Hinterachse. Ich glaube, das ist größer als Hinterachse nur. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar größer als Hinterachse. Dass das gar nicht über die Vorder-, dass da nichts von der Vorderachse steht. Dann bauen wir die Vorderachse zusammen. Ja, sonst wird er uns meckern. Ich will jetzt die Teile gleich bestellen. Warte mal. Ich lasse die Teile jetzt so, wie sie sind. Ich baue die Vorderachse zusammen. Kostet mir natürlich jetzt ein bisschen Zeit, weil ich jetzt Scheiße gebaut habe.
Gut. Das ganze Ding mit der anderen Seite bitte noch. So wie es ist. Weil die Steckachse, Vorderachse brauchen wir nicht. Gut, dann lassen wir so jetzt sein, wie es ist. Kümmern wir uns erstmal um die Ersatzteile. Würde ich sagen. So, das heißt, wir fangen an mit dem Einbau, mit der Bestellung. Die Federbügel brauchen wir. Federbügel. Dafür brauchen wir 1, 2, 4 Stück. Dann die Achsschenkel. Achsschenkel. Achsschenkel, Hinterachse, Typ B, 2 Stück. Die Befestigungsplatte. Warte mal. Die Befestigungsplatte brauchen wir. Wie viel brauchen wir davon insgesamt? Müssen 2 sein. Ich nehme mal 2 mit. So, dann haben wir das, dann haben wir das, das sind heute Steckachse, Hinterachse, Steckachse, Hinterachse, 2 Stück bestellt, Blattfeder brauchen wir noch, Blattfeder. Davon brauchen wir 2. So, Starachse brauche ich jetzt ja nicht. Schickachse, Hinterachse. Müssten sie eigentlich alle haben. Ja. Ach ja, eine Gummilagerbox brauchen wir noch. Für klein, Typ klein. Eine Gummilagerbuchse. Oder gesagt, eine? Sieht so aus, ne? Bestellen wir mal. So, wollen wir die ganze Chance wieder zusammen, würde ich sagen. So. Montage und teilen. Und rein damit. Fehler drin. So. Stoßdämpfer. Das sieht doch scheiße aus, der Stoßdämpfer. Aber er will keine neuen. Naja, wird ja mal sein. Er will keine neuen. Damit ist es okay. Ich werde ihm jetzt auch nichts anfangen, da dran zu basteln. Was er nicht haben will. Weil der sieht nämlich auch scheiße aus. Der sieht bei 10% aus. So, bleibt wieder. Gummilagerbuchse. Zu 100% ist das Auto auch nicht sicher. Aber mir ist es egal. Wie gesagt, es ist nicht mein Auto. So, Gummilager rein. Dran. So. Rein damit. Dann geht es hier auch weiter mit dem Radbremszylinder. Ja doch, den kriegen wir doch, der ist doch in einer Folge fertig.
So, die Steckachse rein. Die Bremsbacken drauf. Die Bremstrommel drauf. So, die ganze Schose nochmal auf der anderen Seite jetzt zusammenbasteln. Ich muss gerade gucken. Da bin ich. So, hier noch eine Steckachse rein. Von der Hinterachse. So. Jetzt hoffe ich, dass ich gleich alles habe. Sonst muss ich nochmal was suchen. Jetzt gerade mal nach, ob ich da alles habe für das Auto. Ja, Befestigungsplatte. Nö, ist jetzt nichts Wildes eigentlich mehr, weil jetzt ist es nur die Befestigungsplatte, die noch fehlt, die tatsächlich fehlt. Argo, nix Wildes. Rein damit. Befestigungsplatte. Krieg ich jetzt 4 nagelneue. Warte mal. So. Dann kriegt er jetzt hier noch was. Ich will da ran. Na. So. So. So, jetzt müsste der drin sein. Jetzt müsste der hinten noch die Felge draufkriegen, eigentlich. So, jetzt hoffe ich, dass ich alle habe. Jo. Man hätte runtergucken sollen. Ich habe es nämlich nicht gemacht. Stoßdämpfer brauchen wir Hinterachse, 2 Rohr Öldruck. Also nur einen Stoßdämpfer rein. Okay, dann muss ich da nochmal auseinanderbeißen. Und zwar für beide. Federbügel, Befestigungsplatte, Spurstangkopf, Vorderachse, 2 Rohr Öldruck. Ich habe doch nicht alles gesehen. Das ist natürlich total toll. Ich hatte die Karre eigentlich schon fast fertig. Na, da müssen wir noch machen. Aber das ist kein Problem. Das ist eigentlich im Demontierungsmodus kein Problem. Das müssen wir also noch machen. Gehen wir an die Hinterachse erstmal. Okay, so viel zum Thema dazu. Es hätte so schön sein können, dass ich alles fertig habe. Und dann kommt noch eine Scheiße dazu. Warte mal. Weil die Hinterachse ist kein Problem, auseinander zu basteln. So, was brauche ich? Stoßdämpfer habe ich demontiert. Federbügel und Fesselbügel, ja, habe ich schon gemacht. Spurstangenkopf, Stoßdämpfer, Vorderachse 2 Öldruck. Das heißt, ich muss an die Vorderachse. Eigentlich auch kein Problem. Spurstangenkopf auch neu, ne? Hat er gesagt. Ist aber kein Akt. Die ist kein Akt. Das sieht aber noch gut aus hier. Genau so wie der Kopf. Gut, dann ist soweit. Alles klar. Zumindest hier auf der Seite. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier noch. Ach, da muss ich hier noch was ran. Noch mal ran. Ich glaube, ich vermute, dass ich hier noch mal ran muss. Warte mal. Info.
Ältere Aufhängungsmuster verbrauche ich neu. Vierte Befestigungsplatte, das heißt vorne. Spurstundenkopf. Jetzt muss einfach raus. Ich brauche die Stuhl. Ich muss jetzt gucken, dass ich nur was. Warte mal. Ist das so der Federbügel? Ja, ne? Ja, das ist hier dieser einer. Ich vermute, dass es hier einer der Federbügel ist. Ich vermute, dass es du bist. Und nicht mehr. So, gehen wir also nochmal die Bestellung. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, es ist kein Problem. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber es ist jetzt nicht wild. Stoßdämpfer. Stoßdämpfer. Oh. Stoßdämpfer HA2-Rohr Öldruck. Stoßdämpfer HA2-Rohr Öldruck. Zwei Stück neu. Hammer. Federbügel, Befestigungsplatte. Müsste ich aber noch ein haben, glaube ich. Feder. Kriegst du noch ein? Bis vorher war den nicht gehabt. Ein Spurstangenkopf. Spur. Stangenkopf. Einer, ne? So, jetzt habe ich natürlich noch vergessen, noch einen Stoßdämpfer zu bestellen. Stoßdämpfer Vorderachse 2 Rohr Öldruck. Passt. Gut. Nichts Wildes. Alles ist gut. Ist jetzt nichts ab. Alles klar. Ist jetzt alles gut. So, Spurstangenkopf rein. Der neue. Noch ein Federbügel rein. Stoßdämpfer Vorderachse rein. So. Ja, was anderes war es nicht. Es war wirklich nur das. Gut. Nichts Wildes. Gemerkt. Aber wenn doch wahrscheinlich zwei Losdämpfer rein, die zwei neuen Schlussdämpfer rein, dann müsste es eigentlich durch sein. So, den Wagen, der hier ist fertig hier vorne. Soweit. Hinten, wie gesagt, nochmal die zwei Schlussdämpfer rein. Ist aber, wie gesagt, alles ist gut. Gehen wir Montagemodus. Dann haben wir hinten und vorne das Ding rein. Und dann in der nächsten Folge kümmern wir uns um das Kampagnenfahrzeug, das dahinter steht. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, den Jeep zu Ende bauen hier zusammen Ende basteln. Moment. Aufhängung. Montage. So, dann gehen wir damit. Jetzt machen wir den Schluss davon noch reden. So, wie kam das schon mal beim Ausbau ein bisschen spanisch vor, dass auf einmal. Dass da irgendwas nicht ganz passen kann. So, jetzt müssen wir es aber alle haben. Ich gucke jetzt nochmal auf das Auto drauf. Fahrzeuginfo. Jo, passt. Gut, wunderbar. Aufgabe erledigt. Dann fahren wir den Jeep kurz runter. Weil dann kann man nämlich fertig machen. Kurz was gucken. Jo, passt. Und er zeigt ja. Fertig. Dann geht der in die Grundstelle wieder und dann ist er soweit durch, mein Freund. Dann kannst du wieder auf die Bahn. More money! Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben den Jeep abgearbeitet heute. So, und ich bewege mich kurz auf die Hebebühne, damit du vorne auf die zweite. So, da steht der zumindest auch schon mal fertig. Gucken wir gleich, was wir
was wir also gleich angestellt hat. Dann gucken wir noch mal nach, was die Aufträge haben. Haben wir noch was anderes? Nö, haben wir eigentlich nicht. Jo, hier haben wir noch 1200. Was Kleines. Willkommen. Der wird hier, der nehmen wir den hier. Nehmen wir den Smith. Die anderen werden sich wahrscheinlich auch in ihrer Werkstatt suchen, das ist mir aber auch herzlich egal. Ja, was meine ich, was mal das? So, erstmal Motor aber auf und Diagnose. Als ich gestern Abend sehr spät nur durch die Stadt gefahren bin, habe ich eine Bremsschwelle übersehen. Seitdem klappert irgendwas vorne. Prüfen Sie doch bitte mit der Aufhängung, ob alles okay ist. Denn es scheint mir nicht so. Nicht, dass doch irgendwas Ernstes ist. Ich bin auf das Auto angewiesen, brauche es aus beruflichen Gründen täglich. Oh, ja. Das heißt, die Aufhängung vorne, die können wir quasi mit auseinander basteln. Sonst ist eigentlich nichts, dürfte nichts dran sein. Ich vermute, dass wir vorne einmalig mit der Aufhängung wegballern können. Gut. Dann gucken wir mal bei Frau Ellershagen. Sie möchte. Ja, sie möchte auf jeden Fall was machen. Gut, liebe Leute, das Auto von Frau Erna sagen, das werden wir uns tatsächlich in der nächsten Folge angucken. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet hier beim Werkstatt-Simulator.